Hallo, heute stelle ich euch das App Slice It vor, kann kostenlos im Android Market heruntergeladen werden und ist ein Spiel, in dem ihr mit eurem Bleistift diverse Figuren in unterschiedlich viele Teile trennen müsst. Wir gehen jetzt einfach mal in ein Level rein. Sehen jetzt hier wird am Anfang unsere Figur gezeichnet. Und mir wird gesagt, in wie viele Teile ich das Ganze teilen muss. Da es hier ein Anfangslevel ist, wird das Ganze noch schön erklärt. Man sieht hier, ich habe einen Strich zur Verfügung. Hier unten sieht man Hinweise, die ich mir geben lassen kann. Über den Radiergummi kann ich meinen letzten Schritt rückgängig machen und kann jederzeit ins Menü springen. Die Steuerung ist wirklich schön gemacht. Man nimmt einfach zwei Finger und kann so die Linie über die jeweilige Figur ziehen. Ich habe es in dem Fall geschafft, ich bekomme eine Sternewertung, diese setzt sich daraus zusammen, umso identischer die beiden Stücke sind, umso mehr Punkte gibt es. Wir gehen jetzt in die nächste Zeichnung, sehen wir haben hier ein Dreieck, dieses müssen wir wieder in zwei Teile teilen, sprich wir teilen es einfach hochkant in der Mitte durch. War es nicht ganz perfekt, sprich die 5 Sterne dürften, doch hat sogar noch gereicht, als es am Anfang war. Können jetzt mal ins Menü gehen, beziehungsweise wir klicken einfach hier auf Next Stage. Jetzt bekommen wir wieder ein Viereck und uns wird angezeigt, wir brauchen 3 Stücke. Habe ich mal einen Fehler gemacht, kann ich diesen jederzeit über Undo problemlos rückgängig machen. Und jetzt probieren wir eben dieses Dreieck in 3 Teile zu teilen. Bei dem Spiel ist es schön, dass es zahlreiche Levels gibt. Sprich, man kann nach und nach immer mehr freischalten. Wir gehen jetzt einfach mal ins Menü. Sehen, ab und zu wird Werbung eingeblendet, aber dafür, dass die App kostenlos ist, ist es nicht allzu schlimm. Wir sind hier im ersten Level-Paket und sehen, es gibt 2, 3, 4, 5 weitere. Also wirklich ein richtig schöner Umfang. Auch hier kann ich dann natürlich jederzeit probieren, dass ich überall die maximale Anzahl an Sternen bekomme. Sprich, ich habe eine richtig schöne Langzeitmotivation. Ist mir mal ein Level zu schwer, kann ich mir wie gesagt zum einen die Hinweise anzeigen lassen. Dann klicke ich einfach auf Get Hint und mir wird angezeigt, wie ich die erste Linie zeichnen soll. Ich kann es dann weiter probieren oder ich kann ein weiteres Mal darauf klicken und mir einen neuen Hinweis holen. Und so hat man dann auch beispielsweise ein Level mal komplett mit der Hilfe geschafft, wenn ich dann wirklich gar nicht weiß. Jetzt sieht man, ich habe keinen mehr zur Verfügung, sprich vermutlich muss das Ganze so geteilt werden, aber schauen wir mal, hat gereicht. Jetzt sieht man natürlich, da die Teile deutlich unterschiedlich groß sind, sehe ich hier vor allem dieses rote, hat mir die Wertung versaut, bekomme ich in dem Fall nur 2 Sterne. Man kann wirklich sagen, der Schwierigkeitsgrad nimmt stetig zu, ist also im Verlauf des Spiels teilweise doch recht anspruchsvoll. Vor allem, wenn die Formen stark variieren und es keine Allerweltsformen mehr sind. Hier am Anfang geht es ja noch relativ gut mit diesem Kreis und Ähnlichem. Den teile ich wie ein Stück Kuchen zum Beispiel und habe dann so meine 8 Stücke. Ist wirklich für Knobelfüchse, finde ich, ein richtig schön gemachtes Spiel, was zum einen eben einen großen Umfang bietet, da zahlreiche Level vorhanden sind und mit der Möglichkeit in jedem Level die 5 Sterne zu erreichen, noch eine zusätzliche Langzeitmotivation ermöglicht. Hier sieht man jetzt, wenn ich Level schaffe, bekomme ich ab und zu Hinweispunkte, sodass ich mir dann in einer nächsten Stage, wie es hier eben genannt wird, jederzeit einen Hinweis geben kann. Das wird dann immer hier unten gezeigt. Hier wird auch jetzt nochmal, dass mit 2 Fingern gezeichnet werden kann. Mehr gibt es eigentlich zu Slice It nicht zu sagen. Ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr schönes Spiel, das eben kostenlos heruntergeladen werden kann. Auch wieder für zwischendurch perfekt geeignet. Soviel zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.